They don't give a damn unless you're breaking your back for them. Yeah. But they won't help you out the situations you in. Yeah. They act like they a shoulder to lean on. They listen to your problems and they grin. This ain't living. They don't give a damn about you when you drive a regular car. Yeah. When you win at Bentley, then they care who you are. Yeah. When you broke, they can't see you standing next to them. But when you're rich, they see you from afar. This ain't living. If I ain't throwing money in the club, they show no love for me in the club. Bitches didn't wanna ride in my 300, but they love the passenger side in my Bentley on dub. Was geht ab, YouTube? Pascal Superbodybuilding. In the building. Und wir kommen mit einem neuen Video und es gibt für dieses Video verdammt gute Nachrichten, mit dem wir mal direkt starten wollen. Im letzten Video habe ich es ja schon angesprochen, dass es nicht ganz klar ist, ob ich für die EM vorgesehen bin in diesem Jahr. Aber it is what it is. Mein Coach hat mir geantwortet, ich bin vorgesehen für die EM im Dezember. Das heißt, ich kann die Vorbereitung beginnen, Leute. Ich hatte auch in einem der letzten Videos erklärt, dass ich ein bisschen Sorgen um diese EM habe, da sie ja so im Dezember liegt, wo mein drittes Kind geboren werden soll. Ja, Stichtag ist Mitte Dezember. Jetzt habe ich allerdings nochmal in den IPF-Kalender geschaut, wie oft ich mir schon den Kopf gestoßen habe an diesem Ding. Und die ist vorgesehen für Ende November, Anfang Dezember. Also das müsst ihr euch vorstellen, dass die 93-Kilo-Klasse der Aktiven eher so im hinteren Drittel des Wettkampfwoche stattfinden wird. Also wahrscheinlich an dem Wochenende so um den 2., 3., was auch immer da jetzt ein Wochenende ist, Dezember so. Das wäre also 2 Wochen vor zumindest Stichtag. Bisher sind alle meine Kinder immer zum Stichtag oder ein bisschen später gekommen. Das heißt, die Statistik, ja, steht ganz gut, dass ich diesen Wettkampf auch tatsächlich wahrnehmen kann. Das wäre natürlich super, weil das wäre dann mein 2. Wettkampf in diesem Jahr und dann gleich noch einen internationalen Wettkampf hinterherzuschieben zu den Worlds, wäre natürlich ein Traum. Bevor du jetzt aber weiterschaust, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Ihr wisst ja, ne, die kleinen Content-Creator, wir brauchen immer viel Interaktion und ihr könnt, wenn ihr es am Fernseher schaut, das tun nämlich die meisten von euch, mit der Fernbedienung kurz mal dahin navigieren. Das könnt ihr während der Werbepause machen, die jetzt kommt, zu einem Like, ja, und nur ein Like reindrücken. Ne. Jetzt einmal kurz in die Werbung rein und dann gehen wir rein ins Video. Dieses Video ist gesponsert von ESN und falls du Supplements suchst mit einer guten Qualität und Preis-Leistung, dann kommst du an ESN nicht vorbei. Mit meinem Code YB sparst du dabei immer den besten Rabatt und unterstützt mich im Alter, denn ich investiere meine Einnahmen aus diesem Affiliate jeden Monat in mein Rentendepot bei Scalable Capital. Auch für die findest du einen Link in der Beschreibung. In den Baumkronen ist irgendwo ein Tier, das macht komische Klopfgeräusche. Ich könnte schwören, das wäre ein Äffchen gewesen. So wie in Südafrika, wisst ihr noch? Das ist ein bisschen unwahrscheinlich, weil die gibt es hier nicht, glaube ich. Ich habe gesehen, dass die Nosferatu-Spinne auch wieder teilweise in Europa zu finden ist. Habe ich mir wahrscheinlich nur eingebildet. Ich war als Kind ja ein sehr großer Jurassic Park-Fan. Und ich war häufiger so in den Büschen unterwegs, ja, in den kleinen, also diese Stadtwälder. Kennt ihr das so wie hier auch? Also wo so ein bisschen so eine Wiese ist, mitten in der Stadt so. Sowas halt. Ich weiß nicht, wie man das nennen soll. Und dann habe ich mir immer vorgestellt, dass so, wenn da ein Rascheln war, dass da halt ein Velociraptor ist oder so und dass da so Dinosaurier leben, das war früher, also wirklich so richtig mein Film. Das war richtig nice, muss ich ehrlich sagen. Versuche ich manchmal immer noch, aber ich bin einfach zu alt dafür, meine Fantasie ist tot. Das Einzige, wovon ich heute noch fantasiere, ach nee, so eine neue Sidequest aufgetaucht, ich habe vergessen, die Pappe wegzubringen. Jetzt wird aber erstmal trainiert. Übrigens, irgendjemand von euch hat mir ein Produkt zurückgeschickt und mir ganz viele Süßigkeiten beigelegt, ne? Vielen Dank dafür, aber Diät hat gestern begonnen, Mann! Ihr wollt, dass ich versage, oder? Ist das richtig? Hier für alle, die gefragt haben, im Sommer habe ich doch ein Buch gelesen, 2 Bücher, um genau zu sein. Was war das? Oh, bald ist schon wieder Weihnachten, ja, Leute. Schaut mal, Hipsdorf, du, Weihnachtsduftbäume. Soll ich wieder Duftbäume machen? Schreibt es mir mal in die Kommentare, Leute. Und zwar einmal Benjamin Myers, Offene See und hier Hermann Hesse, ne? Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Aber eigentlich muss ich sagen, hat mich das hier, das habe ich so am Strand gelesen, ihr wisst ja, als Norddeutscher, ich einfach seit letztem Weihnachten hier diesen Nissemann habe sitzen lassen. Ja, Buch kann ich empfehlen. Ist jetzt nicht so, dass das Buch irgendwie deine Weltsicht verändert oder so, aber es muss sagen, es liest sich sehr beruhigt, also beruhigend und kann man gut abschalten zu. Salam alaikum zum Voiceover vom heutigen Training. Ihr seht wie immer mein Warm-up. Das ist ja schon immer dasselbe seit Millionen Jahren. Ich will es auch nicht immer wiederholen, aber ich versuche es immer so kurz wie möglich zu halten. Deswegen seht ihr mich eine Minute hier auf dem Fahrrad. So in den Sommermonaten, jetzt reicht das locker aus, um so ein bisschen in Bewegung zu kommen, ein bisschen Blut in den Körper zu bekommen. Danach machen wir Springseil, springen 100 mit beiden Beinen. Und dann nochmal 50 mit jedem einzelnen Bein. Und es ist immer noch wichtig für mich, diese Hamstring-Reha zu machen. Deswegen lege ich mich hier gerade hin. Und dann seht ihr dieser Riemen, der sich um mein Fußgelenk spannt. Da versuche ich jetzt praktisch die Hüfte zu strecken. Also mein Bein zum Boden zu bringen sozusagen. Und das immer so für 8 bis 10 Sekunden Volldampf. Dann 8 Sekunden Pause, locker ich ein bisschen. Und das reicht meistens aus. Ich bin jetzt mittlerweile, muss ich sagen, komplett schmerzfrei. Also wir sind ja jetzt in Mitte der ersten Trainingswoche wieder. Ich habe schon mal 300 gehoben. Ich habe schon 260 gebeugt. Ich habe Montag 250 für einen Zweier gebeugt. Ich bin komplett schmerzfrei. Das ist richtig cool. Und ich hoffe, das bleibt auch so. Ich, wie gesagt, rechne persönlich ja nochmal mit so einem kleinen Setback. Ja? Also das, es ist ein bisschen shady, wenn sich alles so gut anfühlt, wisst ihr. Aber ey, vielleicht rechne ich damit,
und es kommt nicht, das wäre natürlich am allerbesten. Also, was heute auf dem Plan steht, sind Conventional Deadlifts und zwar einmal 5 Reps zu RP 6. Da sind so 210, habe ich mir so gedacht, wird ganz gut sein. Die waren allerdings wahnsinnig schwer, ihr seht die jetzt hier gerade. Ich habe ja in der letzten Woche oder vorletzte noch 275 für ein Double gehoben, die waren gefühlt leichter als diese erste Rep 210. Sollten allerdings auch so Semi-Cluster-Set sein, also ich durfte schon auf bis 15 Sekunden Pause zwischen den einzelnen Wiederholungen machen, habe ich nicht wirklich gebraucht und den wirklichen Vorteil bei dem Cluster-Set sehe ich hier auch nicht, weil ich jetzt nicht unbedingt in die perfekte Position muss, wie beim Sumo zum Beispiel, weswegen der Cluster es eigentlich nur schwerer macht. Ja. Jetzt machen wir aber was Neues. Ihr habt, wenn ihr meinen Kanal verfolgt, mich wahrscheinlich noch nie gesehen beim RDLs machen, beziehungsweise ganz früh habe ich den jetzt zeitlang mal gemacht. Aber ich muss sagen, ich bin jemand, ich komme mit RDLs nicht so wirklich gut klar, ich komme auch nicht so wirklich weit runter und habe sehr viel Probleme mit der Spannung im Torso, im Oberkörper. Aber ey, das ist ja eine Herausforderung, die wir ja durchaus ausbessern können, was mir für andere Lifts halt hilft, ja, vielleicht. Und damit wir halt die Last aus dem Deadlift vom Boden so ein bisschen wegnehmen am heutigen Tag, weil wir nur noch einmal in der Woche Sumo heben, haben wir eben hier uns darauf geeinigt, ich und mein Coach, dass wir Conventional Deadlifts machen und im Back-Off dann Barbell RDLs. Da seht ihr jetzt hier einen Topsatz für 9 Wiederholungen mit 170 und 2x9 noch mit 153 und beziehungsweise 152,5. Das ist ein prozentbasiertes Back-Off von diesem Topsatz. Muss sagen, es lief wirklich richtig gut und meine Hamstrings sind wirklich krass auf Spannung gekommen, auf Länge und das ist ja das, was wir da wollen. Gleichzeitig war es anstrengend, Spannung für mich zu halten, aber wie gesagt, das ist vielleicht was Gutes für die anderen Lifts. Ne? Als nächstes haben wir heute eigentlich nur noch so Bodybuilding-Movements in Anführungsstrichen. Kein Bankdrücken, das mache ich ja nur noch 3-mal in der Woche. Also haben wir zuerst die Wide Grip Pulldowns, 4x6 bis 8 Wiederholungen, da bin ich hier gerade bei 80 Kilo für 8er, so. Das ist auch immer noch okay, schwer, also ist noch nicht zu schwer. Versucht darauf zu achten, viel Bewegungsraum mitzunehmen, also viel Stretch auch oben und dann eine schöne Wiederholung zu machen, nicht zu sehr mir aus dem Rücken zu helfen, da bin ich auch noch immer sehr schlampig. Dann haben wir die Neutral Grip Dumbbell Incline Rows, was für ein Name. Eigentlich nur Rudern hier, so wie C-Rows, ja, mit einem möglichst neutralen Griff. Ist auch eine Übung, die ich jetzt schon wirklich lange mache, die mir echt übelst keinen Spaß bringt, aber ich muss sie halt mitnehmen. Progress so passiert so ganz langsam und eigentlich alles nicht so optimal, Leute, wisst ihr? Ich hätte eigentlich gerne kleinere Abstufungen in den Kurzhanteln, aber ich muss auch sagen, das ist auch so, man soll sich hier auch ein bisschen selbst reflektieren und kritisieren. Ich will euch ja nicht nur zeigen, was in meinem Training alles toll läuft. Ich bin einfach schlampig, was das angeht, hier überhaupt Progress zu machen, so wisst ihr, weil ich halt keine näheren Schritte habe. Ich habe heute 42 versucht und so richtig hat das auch nicht hingehauen, also bräuchte ich eigentlich dazwischen eine Kurzhantel, aber auch keinen Bock mehr, eine zu besorgen, nur für diese eine blöde Übung. Das sind halt so ein bisschen Probleme, Leute, aber ey, gibt Schlimmeres auf der Welt, ja. So, dann hier die Sushin Space Mountain Curls. Hier habe ich gute Nachrichten für euch und zwar kommt bald ein Video nur zu diesen Curls im Speziellen, ja. Da habe ich mich drauf geeinigt, mal ein Video zu machen, weil da doch mehr Nachfrage besteht, warum die dann so geil sein sollen. Und da mache ich jetzt mal, oder habe ich jetzt schon ein Video zu aufgenommen, es kommt bald. Dann haben wir noch Schulter nach hinten Dinger, wie heißen die? Reverse Butterfly. Ja, dazu brauche ich eigentlich gar nicht so viel sagen, ne. Und dann war es das eigentlich auch schon für heute fürs Training. Und muss sagen, es hat sehr viel Spaß gemacht heute. Ich bin sehr gut ins Training gekommen, habe sehr guten Pump bekommen und hatte eigentlich gar nicht die besten Bedingungen, weil ich ein bisschen schlecht drauf war vom Laufen gestern. Laufen war nämlich gestern übelst anstrengend. Aber gut, wer läuft, verliert. Wer Cardio macht, stirbt. Deswegen lassen wir das jetzt. Puh. So, Kinders, wir sind fertig mit Training. Und es hat sogar mal ein bisschen geregnet hier. Ihr seht, der Boden ist zumindest mal befeuchtet, angefeuchtet. Ich rede ja eigentlich so, mir haben schon häufiger mal Leute geschrieben, Pascal, du bist auch Norddeutscher, du kommst doch da oben. Ganz an der Grenze von Dänemark zu Dänemark. Warum hast du denn gar keinen norddeutschen Akzent? Kann ich mal einen norddeutschen Akzent imitieren? Hier oben redet buchstäblich niemand so. Das ist nämlich auch der Unterschied zwischen dem wahren Norden und diesem Pseudo-Norden südlich des Nordostseekanals. Naja, mein einziger Akzent wäre halt tatsächlich zu sagen, ein bisschen. Ist mir aufgefallen. So, es hat ein bisschen geregnet. Nee, nicht, es hat nicht ein bisschen geregnet, es hat ein bisschen geregnet, wisst ihr? Ist ja auch egal, Leute. Mir ist aufgefallen, dass ich mir damit auch nicht so viele Freunde mache. Weil prinzipiell wohnt ja keiner mehr nördlicher als ich. Das heißt, keiner kann sich mit mir sympathisieren und sagen, ja Mann, deine Ansichten über Norddeutsche sehe ich auch so. Naja, haben wir dem Wald schon Moin gegeben heute? Moin! Moin! Ich bin mal so bei Kollegen nach Hause gekommen, das sind Türken. Und dann meinte ich so Moin. Und dann meinte der große Bruder so zu mir, was, schon 9? So als Verarschung. Das tut bis heute weh. Wow Leute, ich wollte diese Schuhe hier eigentlich wegwerfen, ne? Weil ich sie nicht mehr anziehe. Weil ich sie auch schwer kombinieren kann, ne? Aber guck mal, wie gut passen die dann hier mit meinem Oberkleid zusammen? Also da ist beides so pink, wisst ihr? Das Logo und auch der Schuh und die Rückseite hier mit den Schuhen. Das passt doch wie geschnitten Brot. Ist auch echt ein richtig geiler Hoodie hier von den Hipstern auf Blumen. Aber erstmal Tattoo eincremen. Übrigens, Leute. Schade. Fuck. 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 Bin nächste Woche, wenn ihr das Video seht, bin ich am Dienstag und Mittwoch wieder ganz täglich tätowieren. Ich habe wieder 2 volle Termine, die ich ehrlich gesagt voll vergessen hatte. Es wird mich wieder
einen Tag im Gym kosten. So, kommen wir jetzt mal zum eigentlichen Thema des Videos. Ihr seht ja mein Gym hier hinter mir. Das miete ich ja jetzt seit schon 3 Jahren, oder was? Und die Winter sind natürlich immer bitterkalt, ne? Also ihr habt mich hier bestimmt schon mal gesehen, trainieren mit so einem Mundschutz noch, mit so einem Halsschal komplett, weil es im Winter, also im Sommer ist das Ding übelst heiß, ne? Ihr seht ja, das ist überhaupt nicht irgendwie, wie sagt man, gedämmt gut oder ähnliches. Naja, und jetzt haben wir ja mehr oder weniger eine Energiekrise, ne? Und das Ding, also diese 100 Quadratmeter immer nur für mich alleine aufzuheizen, ist schon eine miese Verschwendung. Was kommt da? Ah, der Rasenmäher von der Kita nebenan. Und nicht nur ist es eine miese Verschwendung von Ressourcen. Ich glaube, die haben da eine Gasheizung, ich weiß es nicht. Oder Fernwärme, was weiß ich schon. Aber es ist ja halt auch nur für mich alleine, ne? Und ich hatte in den letzten Jahren schon immer große Nachzahlungen. Und habe ja schon dieses App-System verbaut, Tado, womit ich dann die Energie so gezielt wie möglich nur einsetzen kann. Das Ding die ganze Zeit aufgeheizt zu lassen, wäre absoluter Wahnsinn. Weil es wäre wahnsinnig teuer, Verschwendung. Das Ding ist nicht gut gedämmt, ne? Es hat diese Einmachgläser. Naja, Leute, und ich glaube für diesen Winter, ne? Weil wenn ihr mal geschaut habt, wie die Preise gestiegen sind für Fernwärme und auch für Strom und so ein Spielkram, aber das würde mich, glaube ich, noch nicht betreffen. Ist halt einfach Verschwendung, Mann, für eine Person, für mich, es mir 4-mal in der Woche so aufzuheizen, dass ich am Ende trotzdem 4.000, 5.000 Euro im Jahr nachzahlen muss. Jetzt stehen wir also der Herbst kommt ja jetzt, im Sommer ist da kein Problem, wird von Hallern nur noch ein saisonales Gym für mich, also im Sommer, von März, April bis jetzt, beziehungsweise September, Oktober, ich denke mal Oktober kann man auch noch mitnehmen. Und was mache ich in der Zwischenzeit? Also ich habe schon überlegt, mal hier mit meinen Kollegen zu sprechen, jemand aus der CrossFit-Box vielleicht, ob ich mir da Equipment hinstelle und dann dort überwintern, ne? Weil man sich dann einfach die Energie teilt mit mehreren Leuten. Ich kann hier nicht nur für eine Person aufheizen. Ich sag mal so, leisten kann ich es mir schon so, aber es ist halt auch eine Frage von, ist es wirklich sinnvoll, ja. Ist ein toller Luxus, aber ich brauche diesen Luxus auch nicht unbedingt. Und kann ja mein Equipment halt irgendwo mit in den Gym nehmen. Die einzigen Nachteile wären halt diese Filmsituation, wie viel kann ich da mit der Kamera machen. Aber ey, das sind auch wieder neue Herausforderungen. Kennt ihr dieses Meme? Ist auch meine Krise? Jetzt, wo mein Gym bedroht ist, ist es auch meine Krise. Putin, ihr Kelp. Naja, Leute, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr dazu denkt, Mann, und wie euch die Geschichte trifft, wenn sie euch überhaupt trifft, das würde mich auch mal interessieren. Plus 5 Ehre für den, der die Folge von Malcolm mittendrin kennt, in der Malcolm die Pappe in dem nicht für Pappe vorgesehenen Zerkleinerungsbereich kleiner macht und deswegen, ich glaube, gefeuert wird sogar. Malcolm mittendrin, beste Serie der Erde. Wer es noch nicht gesehen hat, jetzt sofort alle Folgen nachholen. Und der Gewinner des heutigen Pappe-Weitwurfs ist Pascal Suchkov. So Leute, was wäre ein Pascal Su Video ohne Subway? Also holen wir uns nochmal heute was. Wie gesagt, am Montag läuft ja wieder die Diät, aber Subway ist halt unfassbar diätfreundlich, wenn man es halt halbwegs gut tracken kann, ne? Also was Sie hier sehen, ist ein Chicken Breast, ganz einfaches, mit Doppelfleisch, zwei Streifen Southwest Soße und dem normalen Scheibenkäse. Und das bringt mich auf, hier unten steht's, wenn ich das korrekt getrackt habe, 815 Kalorien, 23 Fett, 66 Eiweiß und 90 Kohlenhydrate. Also eine ganz nice Mahlzeit. Mit Diätplanung. Dazu natürlich Infinite Cola Zero. Infinite. Also jetzt Clustersatz. Erst den austrinken, dann 9 holen. Young Kobe. Nicht sein Ernst, Ding. Young Kobe. Heute einfach dieses andere on fire. Was habe ich hier? Wir können den teilen, okay? Ja, kleine Bär. Teilt ihr den? Ich auch! Ja. Noch mal Müll auf, bitte. Noch mal Müll auf, hol mal raus. Meine auch. Kobi. Ey, Jana! Das ist aber nicht ganz fair geteilt, oder? Für deine kleine Schwester. Olivia? Ja. Sag mal, like das Video. Like Video. Okay Leute, Papa Stuart, jetzt sehen wirklich die ungeilste Aufgabe, die man als Selbstständiger haben kann. Und zwar muss ich ja jeden Monat eine Umsatzsteuervoranmeldung machen. Dafür muss ich meiner Steuerberaterin alle meine Umsätze und alle meine Ausgaben geben. Das heißt, alle meine Kontoauszüge ausdrücken, alle Belege zusammensammeln, ihr die alle rübergeben. Jeden Monat einmal. Und sie geht jetzt in Urlaub. Deswegen muss ich jetzt die letzten 2 Monate zusammen machen, damit wir einen Monat sozusagen wieder Luft haben.
Naja, das machen wir jetzt. Das brauche ich euch ja nicht zeigen. Passgesucht, checkt damit raus. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Peace, bro.